Aber das bedeutet, dass das Health White Apple irgendwo ist zu kaufen. Oder nicht? Okay. Ernsthaft? Ach so. Mein Security-Chef hilft mir. I'm happy that you are here to help. Er ist weg. Auch wenn verschwendete Hitpunkte sind. Gut. Es ist direkt gegenüber. Oh Mann. Ich habe ganz ehrlich gedacht, das ist bestimmt direkt gegenüber. I'm glad I asked you to take over. The Leisure King stopped by the way. It's a plenty to say hello. What's going on there? Er ist stark als Gegner, aber er wird, ja, ihn als Verbündeten zu haben, ist noch deutlich besser. Das ist richtig. Ja. Manpower, I agree, we should bring him aboard. Some property deeds and left them for you to make things up. I checked them and it turns out there are properties located in the other 5 billion areas. Oh. The Media King wird noch ein bisschen dauern, aber die anderen sind schon prepped. The Electronics King, Pleasure King and Gambling King area. I know that's a lot of new work on your plate, but let's do our best, Mr. President. Kann es sein, dass man diese Nebenmission komplett fertig machen kann, ohne eine einzige Hauptmission mehr zu machen? Setze ich hier als Manager die gleichen ein, die ich auch so habe? Ja, tue ich. Und ich frage mich gerade, muss ich um hier... Habe ich hier noch Security-Notwendigkeit? Das werde ich jetzt rausfinden. Cannot invest anymore. Food. Ich habe keinen neuen für Food. Ich habe immer noch nur sie. Das wird noch ein bisschen dauern. Hier haben wir niemanden neuen. Wir brauchen unbedingt mal neue Manager, Advisor, hätte ich was. Manager nicht falsch, Advisor. Chinko? Zack. Nice. Das heißt, in der nächsten Runde. Jetzt haben wir 100%. Gut. Das ist schön. Knapp davor. Food. Ich habe echt niemanden guten für Food.
Zack. Oh, yes. Wir haben alles investiert, außer die Sachen, die es sind. Wo ist denn Ada? Auch Stufe 3. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich Payout immer nur für ein Areal auch aktivieren kann. Ich glaube nicht, dass ich hier ein... Okay, der Economic Influence ist halt schlechter. Okay, ich kann das auch einzeln aktivieren, glaube ich, ne? Ja. Okay, mal gucken. Okay. Ich warte, bis die 40 Millionen durchgelaufen sind. Dann gucke ich aber eins nach dem anderen. Wahrscheinlich nehme ich erstmal Electronics King, weil es direkt daneben ist. Oder ich nehme Gamblings. Da links oben. Pleasure King ist ganz rechts. Ich glaube, ich mache erstmal Electronics. Das ist direkt neben uns. Ist nicht so weit weg. Okay, ich lasse das mal durchlaufen. In der Hoffnung, dass das einfach so funktioniert. Ohne dass ich jetzt gegen jemanden kämpfen muss. So. Hm? Was ist los, mein Freund? I forgot to tell you about upgrading the interior. Endlich. I have an old connection who can help us change the interior of your office for free. I want you to upgrade the interior, just let me know. Only the default interior is available at start. You can use completion points earned from the completion list. Habe ich ja schon. Upgrade interior. Cool Red. Mal gucken, was das ist. Sieht nur ein bisschen anders aus. Nur ein bisschen. Nicht viel. Das lädt ungewöhnlich lange. So, wir gehen mal ganz kurz rüber zum... Na, mein Freund. I take your money. Ach, ist das schön. So, das war ja komplett das Business, ne? Auch die Seite. Das heißt, die Seite müsste jetzt Electronic King sein. Was kostet das denn? Lovely Bunny. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Das ist expensive. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch wieder was kaufen, ne? Der verkauft mir nämlich auch die Tränke. Ein paar Energy Drinks. Fünf, sechs, sieben, acht.
Zack. Vielleicht entscheidet sich, was wir als nächstes übernehmen wollen, schon alleine anhand vom Preis. Da kann ich auch nur reingehen. Sniff, sniff. Wer snifft denn hier? Lass kommen. Mr. Libido? He looks shady as hell. Hope he leaves me alone. Telephone cards. I know you have some. Bitte was? Not bad. Look at the curves of this one. Alright, I see it. Nice and clear. Oi. Me? I'm just looking at the cards. Yeah. And look at the photo of a girl and see the whole shebang. Bestimmt. Mit dem inneren Zen kann er in die Karte gucken. Ohne Klamotten. Hast du noch nie auf ein Foto von einem Mädchen so lange gestarrt, bis die Klamotten weggeschmolzen sind? Nein. Erinnere ich mich zumindest nicht dran. Ah ja. Dann gehst du im Club, wo sie arbeitet und guckst, ob sie wirklich so aussieht. Hier. Ne, kann nicht sagen, dass ich schon mal gemacht habe. Yep, nicht ein einziges Mal. Ist das eine Jungfrau oder sowas? Nani. Nani. Didn't think so. These days everyone gets it out of the way in their teens. Ist Kiryu noch Jungfrau? Das ist eine gute Frage. I don't have any more and who's to say I'll even run into you again anyway. Ich bin immer an dem various girly establishment. Der ist wahrscheinlich ein sehr guter Freund von dem Typen, der nur Unterhose rumrennt, ne? That's big of you. How do you have the stamina to keep that up? Well, I'm known for my boundless energy. Ist der das? Ist der das? Mr. Libido? Nani. Real men can go 5 minutes before they even warmed up. No kidding. Ich finde 5 Minuten sehr kurz. Also ich finde 5 Minuten sehr kurz. You got to know Akimoto, otherwise known as Mr. Libido. Interacting with him will gradually fill a friendship. Great. Gosh, you can check the status. Oh je. Yeah. Also. Ja. Wobei, stand da gerade Pleasure King? Pleasure King? Also, der Electric King hat echt kein großes Areal, ne? Cabaret Valentin. Wow. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Geld. Was komisch ist, ich bin doch gerade beim Pleasure King. Ah, wobei doch, die eine Ecke ist Pleasure King. Ah, okay. Ich verstehe. You're all out of business? Thank you.
Liegst du dort hinten? Oh, Blas, was redest du? Du bist kein Opfer hier. Auf eine Szene zu machen. Einmal nachfragen, tut er nicht weh, ne? Oi. Seid wirklich ja. Na, halt dich raus. Diese Frau ist Dreck. Sie muss eine Lektion lernen. Ich zeig dir gleich Dreck. Well then, we will just have to kick your ass first. Ich glaube nicht, dass die Frau wehrlos ist, aber trotzdem hauen wir sie kaputt. Ah, so. Mann, ey. Ist das eine Kacke, gegen so einen Typen zu kämpfen mit einem Elektroschocker? Nein! Ach, komm schon. Bleibst du liegen? Ja, das. Da ich nicht sehen kann, wo er ist, ist das auch echt doof. Mann. So ist besser. Jetzt bin ich gespannt, was für eine Mission sich hier entwickelt. Entschuldigung für diesen Aufstand. Mein Leben gerade, danke. Middle-aged woman. Und die Mission war irgendwas mit Investment. Wie ist denn das? Toughness die. Oh, danke. Wenn es das Einfachste ist, aber auch egal. Ich wünsche viel zu viel. Ich kann, hätte dich nicht mit so wenig gehen lassen können, okay? Ich möchte dir viel. Ich möchte dir etwas besser danken. Hast du etwas Zeit? Oh, passt schon. Was denn? Oder gehört ihr jetzt zu einem Areal? Die Quest. Amnesum. Kirio. Okay, wie willst du sagen? I shouldn't keep you. Soda. It's aha water. Das hätte ich in Prüfungen mal rauchen können. Drinking it removes impurities from your blood, your circulation, and improves noticeably. Ah, computer for cooking it enhances all the natural flavors of ingredients. Als Mann, der alleine lebt, ja, kann schnell sich schlecht ernähren. Since you saved my life, can I give you a huge discount on this? 1,5 Millionen Yen für einen Monat. Nani? Nani? Doppel-Nani. Wenn du das Wasser trinken, wird das machen? Hier, that man benefit from steel hardness
Skins, die Vitality. Ne? Rage Whispering in Action. Ich kaufe es. Wird eh schief gehen. Irgendwas ist damit shady. Please tell your friends and family about Aha Water. It's an opportunity. Das ist so ein Snowball-System. Ja. Das ist ein Schneeballsystem. Oder irgend sowas ähnliches. Und die Frau, die da saß, das ist wahrscheinlich die, keine Ahnung, Rudelchefin oder so. Moment, jetzt sind wir hier. Wir müssen auf die andere Seite. Davon abgesehen, Geld ist abholbar. Das wird unsere Lieferung sein. Mission, unsere Lieferung wahrscheinlich. Das Aha-Water ist hier. Wenn du das Wasser trinkst, wird es Unreinheiten aus deinem Blut entfernen, bla bla bla. Möchtest du auch was kaufen? Das kostet nur 1,5 Millionen Yen. Schneeballsystem. Oder Pyramiden heißt es damals noch, ja. Deine illegale Verkaufsmethode. Was mehr und mehr Käufer, bla, das ist ein Netzwerk, genau. Hier. Ich will das Wasser trinken. Come on, Mr. President. Aha, Water, more like boohoo. Can't believe it. I'm gonna throw this weird water away. I've been had. Ja, das war mir von Anfang an klar, aber was soll ich machen? Ne? Wir müssen ja Nebenmissionen abschließen, ne? So, Pachinko. Zack, S-Rank, nice. Der ist auch in der nächsten Runde S-Rank. Das müsste jetzt S-Rank werden. Das noch nicht. Wir haben leider nur sie und ja, das bringt leider nicht so viel. Das dauert auch noch 2-3 Runden, bis das S-Rank ist. Keine Ahnung, ob das mehr bringt. Das ist zwar ein Dreieck, aber der hat 2 Sterne. Keine Ahnung, ob das mehr bringt. Sushi Gin. Wir brauchen mehr Advisor. Wir brauchen mehr Advisor. Die Economy-Kacke ist da. Ich glaube weiterhin, dass der Electronics King immer noch der günstigste von den ganzen Leuten ist hier. Gangan kasegeze! Hä?
Moment. Ah, jetzt. Okay, ich sehe nur die, die ich habe. Do, Re, Mi, Fa, So. Ah, sehr gut. Abilities. Brawlers. Oh, der ist komplett frei. Oh. 100 Millionen. Auch 1 Milliarde. Ach, easy. Was soll schon die Welt kosten, ne? Was kostet schon die Welt? Die für 2 Millionen kaufe ich mal. Weil das ist ja witzloses Geld. Das kostet alles 30. Beast Mode. Das könnten wir auf jeden Fall gebrauchen bei der komischen Mission. Kann es sein, dass das... Das ist nur Heat Redemption, das ist, wenn ich abwehre. Das kostet 30. Gut. So, ich lasse euch mal ganz kurz hier alleine. Mit ein bisschen Musik. Weil so sollte ja zumindest das Business weiterlaufen. Während ich noch mal ganz kurz wohin gehe. Wobei ich kann auch vor die Tür gehen, da geht es auf jeden Fall weiter. Und ich glaube nicht, dass man angegriffen wird, wenn man einfach rumsteht. Ich glaube. Weil die Gegner bis jetzt immer irgendwie auf uns gewartet haben. Erstmal die Füße übereinander legen. So. Wie geht's dir? Ich hätte gerne alles in kabellos. Stromkabel kabellos, Controller kabellos, Kopfhörerkabel, alles kabellos. Ich bin schon ein paar Stunden da. Ja, aber du hast das erste Mal geschrieben, oder nicht? Oder habe ich deine Nachricht vorhin überlesen? Ja, dann, wie geht's dir? Ich kann ja niemanden... Hoppa, apropos. Ich kann ja niemanden fragen, wie es ihm geht, wenn ich nicht weiß, dass er da ist. Und ich weiß ja nicht, ob er da ist. Ich weiß ja nicht, ob er da ist, wenn ich ihn nicht lese. Nee, es ist tatsächlich Gin Cola. Weil ich keinen Whisky habe. Ich habe nur Gin im Haus. Immer noch. Deswegen. Aber den Gin, den ich jetzt reingemacht habe, den trinke ich nicht nochmal mit Cola. Ich habe einen mit Zitrone. Der schmeckt in Cola echt gut. Das hier ist. Das ist so ein Black Forest Gin. Der hat so ein bisschen Nadelbaumaroma. Das ist ein Cola. Also jetzt geht's. Am Anfang war die Mischung etwas sehr Gin-lastig und das war nicht. Ach, meine Freunde, lass doch die Frau in Ruhe. Ach so, kann ich gar nicht. Das ist richtig so. Dann ist in Ordnung. Weitermachen. Ich hätte gern das Payout ready. Und ich gehe jetzt wirklich nochmal gucken. Weil ich würde sagen, wir machen noch ein Payout. Und gehen dann nochmal in das Car Racing Ding. Ja. Also beim Electronics King. Und ich glaube, das ist der günstigste von den A9. Das ist immer noch schweineteuer.
Wobei ich glaube, es macht Sinn, wenn wir jetzt zum Car Racing gehen. Weil wir durch das Freischalten vom Car Racing wahrscheinlich seine Freundschaft jetzt vollkriegen. Und den dann auch als Advisor erscheint. Jim Beam Apfel mit Cola. Habe ich schon mehrfach gelesen. Habe ich noch nie getrunken. Schmeckt das wirklich nach Apfel? Oh nein. Oh nein, ich will doch nur Auto Racing machen. Moin, Icarus! Besser spät als nie! Wie geht's dir? Wie war dein Donnerstag und dein Freitag? Tschüss, Sugano! Oh, Sugano überlebt! Und tschüss, Sugano, ne, Kitano. Kitano, Sugano, Probano, Probono, alles nutzlos hier. Bisschen aber nicht so doll. Ja, vielleicht bin ich mal irgendwo, wo ich das probieren kann.